Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf der Italia. Jo, wir machen jetzt mal Veränderung. Wir bringen diese Rummelgeschoss jetzt zum Händler. Ich hab da keinen Bock mehr drauf mit diesem olden Gekippe da, dass das da so ewig dauert. Wir kommen weg. Wir kaufen uns was anderes. Lange Rede, kurzer Sinn, Abfahrt zum Händler. Deswegen sieht man hier so schlecht raus, ne? Wenn du Chips oder nach da guckst. Ne, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ab und zu muss man sich auch mal verändern, ne? Mal gucken, wie viel Kohlen wir hier noch für kriegen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, und dann mal gucken, was unser Gemüse, ja. Kommt auch nicht voran hier, ne? Und noch eine Ecke kaufen, weiß ich auch nicht. Passt nicht in unser Budget. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Es ist halt schwer, wenn du wirklich über Null anfängst, ne? Muss man mal ganz ehrlich sein. Wir sind aber auch gut ausgestattet, ne? Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Trecker. Da gibt es irgendwann New Holland. Den habe ich schon die ganze Zeit auf dem Schirm. Aber da brauchst du auch ein Portal dafür, ne? Ich zahle ja immer zwischendurch schon Kredit zurück. Wenn wir viel Geld da oben stehen haben. Ich glaube, wir haben schon 85.000 zurückgezahlt. Aber es ist noch ein bisschen, ne? Das ist ja auch mal nicht eben so gemacht. Deswegen. Ja, schick die vorne hier reingekachelt. Mal gucken, wo der Trigger ist, dass wir das Ding hier loswerden. Hoffentlich gibt das noch einen Schwalentaler. Nicht, dass mein Plan nicht aufgeht. Ist nicht schlecht, aber mit dem Abkippen, ey, dass das so lange dauert, da werde ich wahnsinnig bei. Bin ganz ehrlich. Da hier hin. Da müssen wir den verkaufen können. Rausgehüpft. Ja. Okay, gibt noch Geld. Nee, jetzt sag nicht, die sind hier im Trigger, ne? Kann's nicht sein. Ja, dann verkaufen wir die eben so. Ich kann's nicht ändern. Geht's euch zu gut, oder was? So, haben wir das erledigt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich für den Radlader hier entschieden. Den werden wir kaufen. Wir nehmen aber... Ach, das sind die Aufkleber. Mit den Reifen, den kaufen wir. Und dann kaufen wir Besteck dafür. Hochkippschaufel. Wir kaufen einmal die Schaufel. Ja, kaufen wir. Und sollen wir die kaufen? Haben wir gelb? Das ist zu quietschig, wa? Nee, ist zu quietschig. Und dann machen wir das so. Kaufen wir auch. So, haben wir das schon mal erledigt. Haben wir sogar noch Plus gemacht, ey. Wer glaubt's nicht? Nee, ich möchte keinen Zug fahren. Ich will in den Radlader. So, neues Geschütz hier am Hof. Wir nehmen... Jetzt mal die Silagegabel mit, ne? Mal gucken, ob das funktioniert. Schickes Geschütz, ne? Ganz ehrlich. Bringen wir mal zum Hof, das erste Teil, ne? Boah, das will, wa? Cool, oder? Hier können wir schneller schippen. Du siehst was. Ich denke, die Hubhöhe ist okay. Guckt euch das.
Guckt euch das an, die ist wahrscheinlich zu klein. Oh nee. Wahrscheinlich brauchen wir die Silagegabe gar nicht. Oder wo müssen wir die Rampe dahin platzieren? Oh nee. Ich hätte gedacht, die Hupe ist höher. Egal, ausprobieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder wie sagt man das schön? Wenn nicht, müssen wir da echt eine Rampe hin platzieren. Falls das überhaupt geht. Weil beim letzten Mal hatte ich schon das Problem, dass die Rampe da gar nicht hinpasste. Schickifeini, ne? So neu. Neuer Radlader. Passt, ne? Wow, da muss ich aber jetzt wieder dran gewöhnen. Knicklenker. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal ausprobieren. Nicht, dass wir hier was kaufen, was gar nicht geht. Na doch, das geht. So. Fahren wir hier rein. Geht das Geschippe bestimmt auch schneller, ne? Boah, guckt euch das an. Hier ist zum Gucken. Wir müssen auch ein Bildchen machen, ne? Schick, oder? Da kannst du mit arbeiten. Und lohnt sich doch. Guck mal, schick die vorne hier drüber gekachelt. Da, wirst du gucken, oder? Das ist doch richtig schickifeini. Da kannst du auch mal einen Anhänger mit beladen, ne? Ohne, dass du 5 Stunden warten musst. Der Bock. Echt, der lohnt sich. Schick. So. Hätte ich gar nicht gefunden, aber Mr. O hat gesagt, guck mal beim Händler da in Italien. Der hat so ein Teil. Wäre das nicht was für deine BGA? Er sagt, der ist auch nicht so teuer, ich denke. Angucken kostet ja nichts, ne? Ja, wir stehen mal organisiert. Dann machen wir die eben. Dann holen wir noch das Schüppchen eben vom Händler. Probieren das aus. Weil die Silagegabel ist, glaube ich, zu groß, um in den Trichter reinzufüllen. Dann haben wir richtig was geschafft schon, ne? Guck mal, hier ist so ein Gucken, da ist der Kipper gleich voll. Wo stellen wir das Ding eben an der Seite? Und holen ihm die Schippe vom Händler. Haben wir das nämlich auch erledigt. Dann haben wir was richtig geschafft in dieser Folge. Wow, wir haben eine neue Maschine. Wir können schneller befüllen. Wir haben mehr Volumen. Und brauchen uns da nicht so lange aufhalten. Das ist schon mal ein riesen Vorteil, liebe Leute. Sonst brauchst du ja ewig da zum Schippen, wenn du einen Hänger voll machen willst, um den da oben reinzufahren. Das ging mir zum Schluss echt ziemlich auf den Zünder, bin ich ganz ehrlich. Da hatte ich stellenweise keine Lust mehr, BGA zu befüllen, weil, ist ja ewig bei. Und so geht das jetzt eine ganze Ecke schneller, das ist echt ein Vorteil. Und wir sind um einiges schneller unterwegs mit dem Telelader, ne? Das macht ja auch schon eine Menge aus, so wie eben die Abkürzung. Damit wir hier lang knattern können. Nicht, dass er sich beschwert, wir würden unsere Materialien hier zu lange liegen lassen, ne? Wir brauchen auch mal eine Palettengabel, ey. Wir müssen den Rest hier nochmal in Paletten aufkochen. Aber wann denn? Zahl dies Geld. Was willst du denn machen, wenn die Nachbarn anrufen? Hier, hör mal zu, du musst ernten. Dann muss ich da auch hinfahren, ne?
kann ja nicht sagen, nee, hör mal zu, ich hab grad keinen Bock. Ich dachte, das wäre eine Hochkippschaufel. Okay, läuft. Hat aber einer nicht gut geschweißt, wa? Korrekt. Egal. Ob so ein Ding funktioniert. Wenn das nämlich jetzt noch anders. Wenn wir da jetzt noch vernünftig im Fermenter drankommen, Leute, ey, dann haben wir echt einen Krieg gewonnen. Bin ich ganz ehrlich. Dann haben wir richtig gut was. Nicht mehr dieses Rumgehopse und dies und das. Nee, dann haben wir richtig schickifeini was. An Start. Dass wir da schickifeini vor sind. So, schnell mal einen Schluck Kaffee. Prost, ne? Kaffee trinken während der Fahrt ist nicht so günstig. Also bitte nicht nachmachen, ne? So. Mal gucken, ey, was wir hier machen. Es nervt ein bisschen, dass unser Gemüse nicht reif wird, ne? Ist ein bisschen schade. Jetzt hätten wir da nämlich schon mal schön was machen können. Guck mal, da gehen 3000 Liter rein. Das ist ein enormer Unterschied. Und die Übersicht. Will zwar, weil er Bock hat, ne? Ist ein bisschen vorsichtig vorn. So ein schicke Teil hier, guck mal. Schickifeini. Wenn ihr jetzt noch fahren könntest, dann wird er natürlich noch besser, ne? Guckt euch das an. Putzi-Futzi drinne. So soll's sein. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich auch echt über ein Abo freuen. Nur würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.